Alter, das ist echtes Carbon. Ist schon geil. Wo endet die Stoßstange hier? Ah, das passt ja gar nicht bei dir. Ich hab die erneuert. Kriegt man auch vom Febi. So. Heute geht es wieder um unseren Mercedes, den wir umbauen auf AMG Facelift. Da werden wir mal schauen, ob die ganzen Sachen passen oder nicht. Ob irgendwas fehlt, das werden wir auch sehen, weil ich habe den ja gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Sehr günstig, der stand sehr, sehr lange und ich hoffe, dass er alles mitgegeben hat. Hier haben wir ja unser Diffuser, da haben wir jede Menge Sachen. Also das ist Wahnsinn, so viel. Ne? Hier, hintere Stoßstange, vordere Stoßstange. Da haben wir die Frontscheinwerfer, ist Multibeam-Scheinwerfer. Der kommt ja so komplett nackt, ne? Hier haben wir nochmal so Streben. Das ist, glaube ich, für die Stabilisierung gedacht. Hier auch, so dass der nicht so wie, ja, wie so Pudding wackelt, das Ganze. Weil ihr seht, das Ding ist ja komplett nackt. Gehört der denn dahin? Sagen wir mal so, ne? Aha. Das sieht gut aus. Nee, das sieht nicht gut aus. Sieht das hier gut aus? Ja, hier wird es ja wohl gar nicht aussehen. So, doch, da muss irgendwie so rein. So, dass wir auf jeden Fall die Seiten schon mal dran machen, so dass wir die Stoßstange dran machen können. Das ist ja wichtig, weil wir müssen ja erstmal die ganzen Karosseriearbeiten machen an dem. Funktionieren die Scheinwerfer, funktioniert das Rücklicht? Das ist ja so eine Sache, da bin ich auch mal selber gespannt. Du siehst, der ist ja komplett nackt. Mhm. Das ist ja unser Problem. Ah, guck mal, hier. Ah, okay. Ah, dieses Klacken hört sich immer gut an. Weil das Gute dran, das brauchen wir nicht mehr abmachen. Weil das kann ja bleiben. Weil da ist ja nicht schön, wenn da Farbe drauf kommt. Grill und so, da dürft ihr natürlich nicht dran machen. So. Wow, das fühlt sich auch richtig stabil an danach, muss man sagen. Gut, der eine ist schon mal drin. Jetzt machen wir den anderen mal rein. Auch die Löcher und so, die passen. So, geil. Ey, das ist stabil. Die Seite haben wir auch schon mal drauf. Also es ist so, dass es echt nicht perfekt ist. Bei Plastik, da müsst ihr echt aufpassen, ansonsten macht ihr das sofort kaputt. Hier habe ich den Halterung leider kaputt gemacht. Einfach nur beim Reinstecken. Ne? Man muss ja den reinstecken, damit die Klammer hält. Also der Haken, der einhakt, aber ist kaputt wieder. Ist nicht schlimm, das Ding ist fest. Das hier, ne? Das macht mir so ein bisschen so zu schaffen, wenn du von hier schaust. Ja, das sieht man das dann später oder nicht, ne? Ob man das vielleicht hier nacharbeiten muss, ich weiß es nicht. Aber das sieht mir sehr, sehr viel aus. Es kann auch sein, dass der Scheinwerfer so drüber hakt und das sieht man nicht. Unser Gitter. Okay. Aha, so, einmal. So, oh, guck mal, der passt schon perfekt. Also der brauchst, also wenn wir jetzt ein bisschen reindrücken, passt der perfekt rein. So, den drücken wir jetzt noch nicht ganz rein, weil ich hier noch was sehe. Und ich weiß nicht, was das hier ist. Deswegen drücken wir den jetzt nicht ganz rein. Aber hier scheint das Ding schon richtig gut perfekt zu sitzen. Also ehrlich, muss ich sagen. Da haben sie sich mal hier, wow. Guck mal, da ist nochmal so eine Schraube. Kannst du hier reinjagen. Auch perfekt. Ja, also wenn ich jetzt einmal drauf drücke, dann hakt das Ding. Weißt du, was ich geil jetzt finde? Wenn man schon den E63 nachmacht, dann sagen die Chinesen, dann machen wir das aber richtig. Ne? Machen keine halben Sachen. Also hier wurde tatsächlich Stück Alu von einem Kühler rausgeschnitten zum Reinmachen. Hä? Okay, jetzt muss ich das jetzt verstehen? Wie soll man das jetzt? Soll man das jetzt so anpassen und dann zurechtschneiden oder was? Das ist echt dafür da, dass du den selber anpassen tust. Und dann hier höchstwahrscheinlich
das Ganze hier drauf machst. Hier, guck mal, hier ist ein Haken. Ach, guck mal, ja, jetzt sehe ich das. Du hast hier Haken, siehst du das? Das heißt, du musst den jetzt genau hier hinschneiden, weil die Breite passt, die Länge nicht. Die Länge ist zu lang. Und danach das Ding so rein. Kann man machen? Ich find's okay. So, hier sind noch mal ein paar Leisten und so. Wow. Das sieht auch gut aus, ne? So schwarz glänzend. So. Ja, der kommt hier hin. Ja, der kommt so hin. So. Ach, guck mal, wie der sitzt. Also ehrlich, ich bin schon beeindruckt. Hier haben wir überhaupt keine Spaltmaße, ne? Jetzt frage ich mich nur, Ibo. Ja. Soll man das in der Mitte auch dran machen? Weil wir ja diese Kanten haben. Die müssen später abgeschnitten werden, oder? Ja. Aber ich meine, muss ja so oder so, ne? Soll ich das jetzt einmal nochmal drauf machen? Nur so drauf. Ne, warte mal, den muss man von innen reinmachen. Sehe ich gerade. Oder? Müssen wir den von innen oder von. Ne, von. Ne, der muss von innen. Super. Dann hier ist er rausgekommen. Guck mal. Ja, siehst du hier, siehst schon die ersten Sachen, was nicht so perfekt ist. Ne? Das ist nicht perfekt. So, kriegt man da noch irgendwas raus? Ne, also es ist das Einzige hier. Ja, dann haben wir soweit. So viel. Wie sieht die Stoßstange jetzt aus? Super, aber kann das sein, dass hier noch irgendwas fehlt, über? Ja. Ja. Hier okay. Auf jeden Fall. Ja. Das ist der Diffuser. Das sehe ich doch jetzt schon. Guck mal hier. Und was ist das dann? Alter, das ist echtes Carbon. Das hat er mir gar nicht gesagt. Echt? Nee. Das ist Carbon, Mann. Das ist Carbon. Das ist für. Also das ist für hinten. Ne? Okay. Das brauchen wir mal gleich. Und was ist das dann? Das ist eine gute Frage. Hä? Eine gute Frage. Oder hat uns da was Falsches reingemacht? Hä? Warum haben wir jetzt zwei? Hä?
Okay, also das ist, glaube ich, falsch, das Teil. Weil ich glaube auch nicht, dass es für mein Auto gedacht ist. Das ist echtes Carbon. Hat er falsch geliefert oder nicht? Also falsch mitgegeben? Ja, hat er mir falsch mitgegeben, ist wahrscheinlich. Oh, Ivo, hier! So? So. Der kommt dahin. Okay, Bombe. Wow. Da muss er auch rein, hier oben, siehst du. So, zack, auch drinnen. Auch drinnen. Ja, das gefällt mir. Kommt so rein. Ja. Der kommt so rein. So, gib's mir mal bitte. Da musst du aufpassen, dass du nicht sehr, sehr dünn. Ja, weil ich später wieder rausräumen mit geil, ne? So, Ivo. Okay. Jetzt die Frage, kommt hier nichts drunter, sondern gittermäßig so? Weil so offen muss ja nicht sein. Hier haben wir den gekromt. Kann man das abbauen? Ja, die kann man, glaube ich, auch abbauen. Dann hat man nur schwarz. Gut. Jetzt schneiden wir das mal erstmal weg. Messer brauche ich wieder. Den muss man von unten einbauen. Ivo? Ja. So, den drehen wir wieder um. Der passt nicht. Fehlt hier nicht irgendwas? So? Ich weiß nicht. Ja? Nee, der passt nicht. So, okay. Ich sag dir, warum der passt. Weil wir noch einen Grill haben. Aha. Der passt. So, das ist der ohne. So, den müssen wir mal umdrehen. Und guck. Ach du Scheiße. Der muss hier drunter an diesen Haken hier. Und das geht jetzt momentan nicht mehr, weil wir das hier zuerst eingebaut haben. Also das mittlere Teil muss wieder runter. Siehst du, das ist das Gute, dass wir den jetzt schön eingesprüht haben. Ach, da ist was schon eingesetzt worden, der muss jetzt raus. Der muss raus, ja. Wow. Wow. Also viele Einrastestellen. Also das ist krass. Ganz in Schwarz sieht das schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aha, was ist das denn hier? Achso, das passt nur einmal. So eine bestimmte Stelle. Der Stellung wahrscheinlich, ne? Ja. Wie okay. Der sitzen muss. Warte, so geht nicht. So, das ist die Stelle. Okay, so, das sieht mir so ein bisschen klein aus. Okay, aber guck mal, das kann ja nicht sein. Guck mal, da ist trotzdem hier voll viel Luft. Da stimmt was nicht. Also, nicht schlecht. Bearbeitung hätte ich mir echt schlechter vorgestellt. Aber ich muss sagen, kannst du es mir halt nehmen, oder? Bist du so lieb? So, zack. Ah, schön. Aha, ja. Das sieht gut aus. Und der nächste. Und der nächste. Also, was jetzt hier nur irgendwie schlecht ist, ist auf jeden Fall der Grill. Der Grill ist echt schlecht. Findest du? Warum auch immer. Nein, wegen dem.
Ja, dann hast du das falsche Emblem bekommen. So, wenn man die Stoßstange so anschaut und wenn du das jetzt anschaust, das ist schon geil. Ne? Du musst dir vorstellen, da kommen nochmal die Scheinwerfer rein. Mhm. Was meinst du denn? Wo endet die Stoßstange hier? Ah, das passt ja gar nicht bei dem. Yes. Nein. Yes. Nein. Yes. Und das siehst du jetzt erst? Nein, Quatsch. Wusstest du das schon? Ja, das wusste ich. Deswegen habe ich mir noch eine Stoßstange gesagt, Leute. Echt jetzt? Deswegen habe ich den auch zusammengebaut. Ja, wo kommen die ganzen Grills her? Denkst du, er hat mir 50 Grills mitgegeben. Also wenn ihr den auf E63 umbaut, dann ist das das hier. Da siehst du, die Stoßstange geht viel weiter nach hinten, geht hier rein, ne? Du machst das hier auf, geht also hier in den Kotflügel, Aldosch. Ja. Das heißt, Kotflügel ist einmal so und so. Und bei dem hier, guck. Ja, klar. Geht die Stoßstange bis hier. Richtig. Und das obere, das haben wir ja gar nicht bei dem. Das Ganze haben wir nicht. Hier, das ist einfach zu viel. Man könnte das jetzt vernünftig schneiden, versuchen dann einzubauen. Aber man hat ja bei dem auch eine andere Motorhaube dann, oder? Ja, ja, Motorhaube, genau, das stimmt. Dann hat man eine kürzere Motorhaube, die auch so oval geht. Ich wollte einfach für mich einfach mal schauen, wie lässt er sich verbauen? Ist alles in Ordnung? Kann man wieder was abbauen oder nicht? Und wie ist die Verarbeitung? Ich muss sagen, die Verarbeitung ist gut. Den anderen werden wir natürlich nicht machen. Also wenn einer da draußen einen E63 hat und er braucht eine Stoßstange, der kann den gerne von mir bekommen. Direkt fertig hier. Ja. Aber deins wird ja anders aussehen, der wird ja nicht hier, ne? Meins wird anders aussehen, das zeige ich dir jetzt auch. Gleich, also unten rum ist alles gleich. Da wird sich auch nichts ändern, das wird genau so sein. Ab hier sieht auch alles gleich aus, das ist auch das Wichtige. Facelift ist ja, wenn man den Grill sich anschaut, geht er hier unten. Ist er breiter, dann wird er halt enger. Hier oben bei dem alten ist unten enger, oben breiter. Mhm. Ne? Und dann, ja. Du siehst, der ist dann hier abgesägt, das Ganze. Richtig. Oh, wow, wow, wow. Nicht kaputt, ich wollte schon sagen, hier Kratzer eng. Oder was? Angefangen schon. Ja. Und das Geile ist, wir können jetzt die ganzen Sachen, was hier ist, können wir auch hier verwenden. Also wenn ich den auch nicht verkaufen sollte, ich habe halt Ersatz, falls wir einen kleinen Unfall bauen oder so. Und du siehst, das ist genau gleich, genau breit. Nee. Genau gleich Anschlüsse. Ja. Hier sieht es doch anders. Nee, das ist unten. Mhm. Das ist diese dünne Stelle. Also die würden alle hier auch reinpassen. Ist doch nicht schlecht. Das, also das auf jeden Fall. Das ist alles gleich gemacht. Ja. Ivo, kannst du mir einen Gefallen tun, den einmal umdrehen? Ich will das mal anschauen, weil wir wollen den ja einmal anprobieren. So, siehst du das hier? So, Ivo, jetzt einmal mal ganz kurz überlegen, können wir den Feuer schon mal dran machen? Können wir, ne? Das als erstes können wir dran machen. Genau, und das werden wir auch wieder machen. Vorsicht. Wir werden die Sachen da einbauen. Aldosch. Mhm. Hier. Wir werden das Ganze schon mal vorbereiten. Aber ich muss sagen jetzt, ne? Ich finde die Qualität von dem hier viel besser als mit von dem hier, die Qualität. Die ist besser? Nein. Die ist besser. Ah, guck mal, die ist ein bisschen rau. Nein, und hier das ist ein bisschen weich. Der ist ja, aber der hier ist, ich finde so ein bisschen dünner, das Ganze. Ne? Und hier habe ich gerade was gesehen, was mir nicht gefallen hat. Muss sein. Hier, die Abstände waren nicht gut. Aber werden wir gleich sehen. Egal, wir werden auf jeden Fall den so weit machen, dass wir den später anprobieren können. Mhm. Ohne die ganzen Anbauteile. Die werden wir nicht einbauen, aber wir werden das Innenleben schon mal einbauen. Okay. Das werden wir machen. Warte, ich hole das kurz. So, zack, zack, zack. Und zack. Ey, guck mal. Jetzt. So, das war's. Guck mal, das Gute dran, das kriegen wir wieder ab, ohne Probleme. Das ist gut. Siehst du, jetzt ist er schon ein bisschen stabiler. Ne? Da kommt ja auch noch so Schaumstoffzeug von vor rein, ne, später. Was meinst du? Dieses Schaumstoffzeug kommt ja später auch noch rein, oder? So, dann sieht die Stoßstange schon mal so aus. Den Grill machen wir nicht rein, die Leisten und so machen wir nicht.
schon ein bisschen anders jetzt. Also das kann ja nicht sein, da muss ja irgendwas sein. Der kann doch nicht so einfach so locker sein. Da muss bestimmt was dabei sein zum Einbauen. Ja, durch die Hüter sehen wir, ist okay, aber... Oder muss man die vom anderen hinten, was man dann abbaut, geht ja hier nicht ein? Das ist ja Facelift. Passt nicht, ja, okay. Das passt, na gut, dann muss... Oder du hast die Teile nicht. Das wäre natürlich nicht so gut. Weil der muss genau so was Langes sein. Kannst du sagen, was du willst. Oder vielleicht etwas, was so, so reinpasst? Andersrum? Auch nicht, ne? Diffuser habe ich jetzt drauf gemacht. Mhm. Passt auch perfekt. Ich. Genau. Ich glaube, das wird verschraubt. Genau. Dann haben wir hier natürlich unseren AMG-Blender, aber hier brauchen wir noch was. So. Gefunden, der kommt so rein, wird so geklipst. Dann wird hier nochmal eine Schraube reingejagt. Und dann kannst du den so rein. Zwei Einhakstellen. Genau, dann kannst du den richtig schön einhaken. So, so. So, ist perfekt eingehakt. So, machen wir mal richtig rein. Ja, das sieht schon schön aus, das Schwarze, finde ich. So, und dann so kommt das Ding so rein. Na? Mhm. Und dann, wenn du den jetzt von hier so anschaust, komm. Warte. Dann sieht das ungefähr so aus. So ganz schwarz, sieht schon geil aus. Das ist schon schön, das hat was. Ja. Aber das werden wir noch nicht dran machen, weil wir müssen erstmal gucken, ob alles passt. Das heißt, der geht erstmal hoch und dann gerade. Ja. Jetzt gucken wir uns das Original an. Der geht hier hoch, leicht hoch, ne? Das andere ist dann gerade. Genau, und das andere geht dann gerade weiter. Und der ist rund nach unten. Und der geht rund nach unten, super, genau so. Und deswegen wird das hier kürzer, die Partie. Und dann können wir unsere Scheinwerfer vom Facelift-Modell hier einbauen. Ich finde die auch viel schöner. Ja. Beim nächsten Video werden wir das Ganze einbauen. Weißt du, was das ist hier? Ich glaube, das ist von einem GLC, AMG, ich weiß es nicht. Leute, also ich weiß auch nicht, ob das Carbon ist. Guckt euch mal an. Also wenn einer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Den könnte ich dann halt günstig abgeben. Also wenn ihr das Ganze auf E63 umbauen wollt und ihr habt irgendwie Probleme mit der Stoßstange, ich habe eine Stoßstange da. Die ist komplett zusammengebaut. Die könnt ihr natürlich auch von mir erwerben. Das hier sehen wir, die Seitenschweller, die Stoßstange vorne. Ja, man muss da ein bisschen was arbeiten, klar. Aber es ist jetzt nur ein bisschen hier gerissen. Alter, guck mal. Hier ist er ein bisschen gerissen. Ansonsten kann man das schön... Das kann man ja reparieren. Genau. Also falls einer eine Avantgarde-Ausstattung möchte, also Außenpaket, habe ich da. Und die Scheinwerfer, genau, die Scheinwerfer verkaufe ich auch. Genau, das ist ein High Performance mit... Steuergerät verkaufe ich das Ganze. Also ich könnte mich gerne ansprechen, weil wie gesagt, die muss ich alle abgeben. Ja, und dann beim nächsten Mal schauen wir mal, ob die Scheinwerfer passen, wie die Abstände aussehen, ob die Heckleuchte passt. Passen, tun wir den dann auseinandernehmen schon mal? Ja, klar. Ah, super. Bauen den einmal komplett auseinander, so dass wir den auch wieder zusammenbauen können. Und gucken können, wie das alles aussieht. Ich will jetzt einfach nur schauen, ob das Ganze hier so passt oder nicht, ob wir hier noch was umbauen müssen oder nicht. Ich weiß es nicht, weil noch sieht das für mich hier zu... labil aus hier. Ja, ne? Da fehlt noch ein bisschen was, ja, ne? Ja, also ich schätze schon, also weiß ich nicht. Diffuser passt ohne Probleme. Hier haben wir nochmal hier schöne Sachen. Mhm. Ja. Bleibt gesund, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.